Wie geht denn der Angel Wing? Oh, ja. Ich war. Okay. Das geht auch nicht. Was für ein Glück muss man bei eurer Base haben, im Speed einmal den Angel Wing zu aktivieren und den Teleporter zu treffen? Da ist man erstmal oben im Haus drin, es läuft. Ja. Ja, besser als wenn du aus Versehen von jemandem mitgeportet wirst, der anfängt, Dings. Oh ja. Nicht in der Base zu porten. Ja, zum Glück war ich da gerade offscreen im Game Mode, sonst wäre ich tot gewesen. Hm. Ich war drüben bei Ike, fang an mich mit meinem Staff of Traveling zu porten, um wieder zu uns rüberzukommen. Und Ike wird aus irgendeinem Grund mitgeportet. Wait. Ja, das war schön. That's not sound nice. Kannst du mal herkommen mit deiner Watering Can? Das kann ich bestimmt. Wo ist denn hier her? Hier einfach mal niesen ein bisschen. Hm? Ist das viel? Hilfe. Achso, ich wollte dir noch in die Kiste das Ding werfen. Was Ding? Scheiße, irgendwo schon im Ring versteckt. Das Glas. So. Das könnte schon reichen. Wie sieht's eigentlich jetzt mit Diamanten und so aus? Haben wir da jetzt erstmal? Kann ich dir gleich sagen? Ich hab 2,5 Stacks. Dias. Ja. Kommt der zu so viel Ressourcen? Hast du meine Compressed Erzfarm gesehen? Nein. Okay. Die ist halt übergelaufen. Wieso ist hier der Weg mit geclaimed? Keine Ahnung, der Melvin hat bestimmt Angst, dass man einen Weg abbaut. Hier unten im Keller ist dann meine Farm. Ja, ich komme irgendwann an. Okay. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da sind verschiedensten Leute drin, fast klar. Ja, hier werden halt in den Dingern die Erze gesammelt. Die habe ich jetzt schon mal ausgeleert zum Teil. Mhm. Und jetzt darfst du dir oben mal an meiner Schmelze die Kiste angucken. Hier ist ein Loch, das ich glatt nicht treffe. Kein Kommentar bitte. Hier. Das ist alles nur unten daraus. An Erzen, die gebrannt werden müssen. Willst du unsere Schmelze benutzen? Die könnte das alles schmelzen. Meine auch. Wie viel dir das braucht, ja. Kannst du dir hier aus der Barrel nehmen? Ja, nehme ich mir dann, falls es soweit. Ja. Komm schon. Nehme ich mir dann, soweit es ist, wenn es soweit ist. Ja, ich hau die Erzmaschine bei mir unten dann wieder an, also die kennt keine Grenzen mehr. Also, wir sind so fortschritttechnisch, glaube ich, weiter. Aber nee, ein bisschen schon ein bisschen mehr weiter. Aber Ike hat die Ressourcen. Bessere Basis. Eine bessere Grundlagenforschung. Ja, also ich sag mal so, bei mir geht's so, wenn ich baue ich im großen Stile und da kommen schon mal so eine extremsten Farm raus. Genauso groß war auch auf dem Stranded Server die Erzfarm. Farm. Ja. Was hast du gemacht, Pascal? Meine Jetplate. Meins, kriegst du nicht. Und ich sitze halt immer noch auf meinem Tier 2 Jetpack rum. Alter, schlägst du mich gerade? Ich kann endlich Monster besiegen, auch wenn es gar kein Monster war. Ich vermisse die Tinkers Armor.
Die Jetpack mit der Tinkers Armor und ich wäre wirklich undying bis zum Chaos Guardian. Wenn wir, wobei, selbst nach dem Chaos Guardian noch, wenn wir die Tinkers Armor mit Draconic Add-on haben, das wird Draconic auch benutzen können dafür. Kann man. Nein, Draconic und Tinkers sind nicht miteinander kompatibel. Es gibt Mobs, die es machen. Aber ist nicht hier. Pascal. Nein. Nicht hier. Ja, also das wäre ein bisschen zu overkill. Ja. Wir können nicht immer alle Modpacks killen, ja? Das geht. Also du kannst nicht immer alle Modpacks killen. Hier ist ja auch kein Avaritia drin. Sonst hätte ich schon Avaritia Armor. Ja, ich weiß, ich kenne dich. Ich frag mich echt, wie das bei Steampunk ablaufen soll. Der wird kein Avaritia drin sein. Nee, aber. Ich lass mal eben dich als erstes laden. Ja, lass mich ruhig. Ich bin fertig. Warte, noch eine Sekunde. Jetzt bin ich fertig. Ja, meine Jetplate ist größer als unser erster Energy Cube oben gewesen. Ich kann 60 Millionen RF in meinem Jetpack speichern. Ich weiß, was ich als nächstes mache. Ich baue uns mal eine bessere Ladestation. Ja, wenn's dich glücklich macht. Na gut, ich mache die Schmelze weiter. Meine Schmelze müsste ich auch noch vergrößern. Ne? Beziehungsweise ich müsste noch zwei bauen. Auf einem anderen Sky-Projekt hatte ich nämlich auch so eine große Farm und dann habe ich die an die Schmelzen angeschlossen. Das ME lief über. So, das hier noch. Das. Gold. Was hat's eigentlich mit diesem Steampunk auf sich? Das wird ein eigens zusammengestelltes Modpack im Steampunk und Musical-Stil. Also es wird Magie dabei sein, Technik-Mods und halt noch so ein bisschen, ja, wie sagen es, Öko zu Botanien. Ja, aber das soll halt dann ein richtig großer RP-Server werden. Das sind derzeit 89 Mods. Ich muss auf jeden Fall noch den einen oder anderen Mod mit einfügen, damit zum Beispiel CO2 oder beziehungsweise allgemein für die kein Mikro haben oder bei denen Mumble nicht läuft, die Möglichkeit haben, sich trotzdem zu unterhalten mit den Leuten, indem so Bubbles über dem Kopf auftauchen. Ja, und dann werde ich sehen. Mit den Bubbles könnte man aber, glaube ich, auch über ein Plugin machen, oder nicht? Das wird ein Mod-Server. Da wird es schwierig, noch ein Plugin mit einzufügen. Und dann bin ich gespannt, wohin das Modpack führt. Hört sich doch interessant an. Ja, das ist jetzt aber auch schon seit einer Ewigkeit in Planung. Ich habe jetzt endlich mal alle Mods zusammen. Das ist ja noch seit Society-Zeiten in Planung. Nee, Steampunk nicht. Das kam weit danach. Das andere war, das war ein ganz anderes Modpack. Das habe ich dann aufgegeben. Steampunk? Wann ist mir Steampunk eingefallen? Jetzt muss ich überlegen. Zu meiner Vanilla 1.13 Zeit. Zu meiner Vanilla Server 1.13 Zeit. Da kam das in Planung. Dann kam aber erstmal Multiverse mit dazu. Dann so das ein oder andere Projekt, sodass ich das immer nach hinten verschoben habe. Ja, und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, mir die Mods, alle, die aufgeschrieben wurden, runterzuladen, gucken, ob die miteinander agieren, was auch wunderbar klappt. Jetzt muss ich mich bei Towncraft nur noch um die Risse kümmern, dass die halt nicht auftauchen, dass gewisse OP-Sachen gesperrt sind. Pascal stöhnt oder seufzt. Ja, ich höre es schon. Kann ich Redstone haben?
Musst du dich hier rausnehmen. Ich habe das gerade so einigermaßen sortiert. Nehmen wir mal 3 Blöcke. Und ja, dann mal schauen, wohin eben das Projekt noch so bringt, wenn es mal an den Start geht. Aber ich will dafür halt auch groß Werbung machen, halt nicht nur auf YouTube, auch auf anderen DCs, dass halt sehr viele dazukommen. Denn es soll nicht nur eine Stadt sein, es sollen schon so 2-3 Städte sein, weil ich weiß nicht, ob dir der Film Krieg der Städte was sagt. Du meinst das, wo letztens ein Film kam? Ja, das ist ja auch so im Steampunk-Style. Den hab ich gesehen. Mhm. Du willst es wirklich so ähnlich machen? Also die Städte können ruhig so groß sein. Die können ruhig auf einer riesengroßen schwebenden Insel sein, wenn sich Leute dazu entschließen, so eine große Stadt zu gründen und das so wollen. Sollen sie es machen. Und dann kann ruhig Krieg herrschen, auch mal zwischen Städten, weil es gibt ja auch Flugschiffe, eine Mod für Flugschiffe. Und ich werde noch gucken, ob ich eine Mod... Welcher? Du Heimatland. Kann ich jetzt nicht nachgucken, weil dann würde sich die Aufnahme automatisch beenden. Ich bin erst bei 10 Minuten. Mhm. Auf jeden Fall, Achievement Chips ist es nicht, weil das gibt es so für die 1.7.10. Westcraft? Ich glaube, das ist mit dabei. Es... Oh, ja, Westcraft! Und... Westcraft ist super schön. Und dann will ich halt noch was finden, wo so richtige halt Kanonen mit Kanonenkugeln, so eine Mod. Ja, dann geht's halt rund. Weil wenn es wirklich 2 große Städte gibt, würde ich dann auch so vorschlagen, dass ich vielleicht welche zusammenschließe und ein kleines Dorf mache oder 2 Dörfer, wo es halt die Lebensmittel angepflanzt werden. Dass die das dann, die kleinen Dörfer, an die großen Städte verkaufen. Ich habe Creator Fly. Was Creator Fly? Mit dem Jetpack, ja. Kein Scheiß. Ja. Es ist halt nur der Strom. Creator Fly basierend auf Strom. Warte, ich zeig es dir mal. Warte, so ist besser. Du hast. Ich kann mich auch frei bewegen, siehst du? Wow! Plus das Ding hat einen Charge-Mode. Das bedeutet, alle meine Sachen, die Strom verbrauchen in meinem Inventar, werden automatisch wieder aufgeladen. Belassen wir es dabei. Ich werde dazu jetzt nichts sagen. Es wird mir hier zu bunt, auch wenn das Ding nur zweifarbig ist. Flint Chicken? Ernsthaft? Was will ich mit Flint Chicken? Was ist das? Mein Dust. Mein Dust ist braun. Ach, willst du jetzt wirklich, dass mir das zu bunt wird? Nee, ich will Redstone jetzt mal wieder mehr haben, deswegen schiebe ich ein bisschen Dust durch. Ach, Ike? Ja. Ich hatte mir insgesamt von dir 2 Emeralds bisher geliehen, oder? Keine Ahnung. Ja, vorhin einen und gestern, glaube ich, einen. Die kriegst du gleich wieder. Ach, brauche ich nicht. Schau da meine Erzfarm wieder an. Okay. Wir haben übrigens Diamanten hier unten. Ich tu mal die Diamanten ins System. Wait, haben wir ich hab Erzfarm. Ja, ich hab da unten die Erzfarm wieder angemacht gehabt. Bisher ist zwar nur auf Gravel, dass wir ein bisschen Dias und Redstone bekommen, weil Redstone kommt jetzt erst wieder rein. Ich hatte es in erster Linie gemacht für Yellorium, dass wir nochmal mehr Yellorium bekommen. Ich hab nicht mal genug XP für eine fucking Golden Lasso. Wir haben Golden Lasso im Notfallpack, Ike. Die verbrauchen sich nicht. Ne, ich habe hier 3 Stück, die könnt ihr euch ausleihen oder allgemein nehmen. CO2, willst du mal lachen? Was? Ich habe hier 9 Stacks Silurium plus 37, 64 brennt gerade durch. Im Hopper sind nochmal 5 Stacks drinne und da oben sind auch nochmal fast 1,5 Stacks. Wo sollen wir Golden Lasso haben? Bei Ike. Ich bringe sie euch, wartet. Ja, das ist schnell, als wenn ich zu dir rüberkomme. Ich will gleich mal, wenn mein Jetpack voll ist, gegen Ike Wettfliegen machen. Ich glaube, ich bin nämlich noch schneller. Hey.
Ich muss sie irgendwo in eine Kiste legen, sonst saug ich vorbei. Hier, warte. Okay. Du kannst den Ring doch einfach ausschalten. Psst. Na, du musst einsammeln. Einsammeln. Der ja, ich hab einen Magnetring. Voll, keine Ahnung. Ike, guck dir mal hier bitte die Kapazitätsbank an. Die ich einzelne. Mops mir ein bisschen Zuckerrohr und in der Zuckerrohrkiste sind die drei Teile. Hier, die einzelne Kapazität. Ja, 5 Millionen ist die größte. Nee, es ist nur eine normale. Die Vibrant Capacitor ist die größte. Die kann 25 von Anfang an. Okay. Aber was da drin ist, meine ich. Was ist denn da drin? Ike, ich würde sie wieder empfehlen, reinzulegen. State on, Hover Mode enable. Elo's Flight, when active, must be worn as a chest plate. Plus das Ding, da steht nicht dran, aber es hat einen Charge Mode. Automatisch, wodurch es andere Sachen auflädt. Okay. Und hier ist meine Spitzhacke, mein Stuff of Traveling, plus meine Schuhe dauerhaft aufgeladen. Ernsthaft, Oscar, du hast schon Rüstung und alles von mir bekommen. Ich bin echt nicht für den Kampf ausgelegt. Wo bist du gestorben? Mitten in der Luft. Und jetzt gleich nochmal. Das war nicht mitten in der Luft. Nein, diesmal nicht, nein. Mein anderer Todespunkt sollte hier auch irgendwo rumschweben. Mit Slashback kannst du dich übrigens auf dein Grab porten. Wenn ich mich auf mein Grab porte, falle ich runter. Nein. Doch, das ist mein Grab. Dein Grab ist Erde. In der Regel. Anscheinend wurde ich da gerade runtergeschossen. Von meinem Grab. Wo ist denn dein Grab? Ach, da unten ist ein Grab. Ja, noch 4 Millionen RF, dann ist mein Jetpack auch voll. Ist nur unser halber Reaktor, den ich gerade ins Jetpack pumpe. Wenn's denn Spaß macht. Jetzt brauche ich beinahe nie wieder mein Jetpack aufladen. Gefühlt. Also, ja. Ich weiß, was das nächste ist, was ich baue. Das. Der Rainbow-Reaktor. Nein. Der kommt erst danach, ne? Ja. Was wird denn dafür? Dafür wird mir der Octalic Capacitor. Dafür brauche ich 1, 2, 3, 4. Ich kann. Gibt's auch. Oh lol, es gibt auch Electrical Steel Seeds. Am besten du pflanzt alles mal an. Ja, das ja, wirklich am besten alle Seeds herstellen, die es gibt. Ja, das, mit das eins der nächsten eine, Sachen. Das sollte eine Quest sein.